Servus Leute und willkommen zu einem Review-Video, nämlich zu der T5 Anker. Und zwar ist es eine Karabiner für den Ingenieur und für die leichte Angriffseinheit. So, die Waffe kostet 250 Zerz oder 500 Station Cash. Also ist sie relativ günstig und eigentlich damit leicht zu kaufen. Das wäre es eigentlich schon dazu und dann kommen wir auch zu den Stats der Waffe. So, jetzt kommen wir zu den Stats bzw. zu den Daten. Die T5 AMK hat eine Feuerrate von 652, macht auf 10 Meter 143 Schaden und auf 6 Metern, steht da glaube ich, auf 6 Metern 112 Schaden. Die Mündungsgeschwindigkeit beträgt 570 Meter pro Sekunde. Die Nachladegeschwindigkeit beträgt bei langer Nachladegeschwindigkeit 3,13 und bei kurzer Nachladegeschwindigkeit 2,285. Die Munition beträgt 40 für ein Geschoss, also 40 im Magazin und 240 in Reserve. Die Präzision ist 1,5, 1,5, 2 und 0,1 sowie die NSL-10. Die Zielgenauigkeit ist auch genau dieselbe und der Zoom-Offensiv ist auch 1,35-fach. Die Schussmethode ist so wie die NSLC auch halbautomatisch und automatisch. Im Hintergrund seht ihr gerade die verschiedenen, also erstmal ein Teil vom halbautomatischen und ein Teil vom automatischen Teil, so wie es halt abschießt. Ich würde den halbautomatischen Modus erst verwenden, wenn man erstens einen 6-fach Scope drauf hat und zweitens einen vorderen Haltegriff, drittens einen Kompensator und viertens, wenn man einen 6-fach Scope hat. Ich habe schon gesagt, egal. Auf jeden Fall, das müsst ihr drauf haben. Wenn ihr es gerade nicht verstanden habt, in der Seite könnt ihr noch einmal alles durchlesen oder wie auch immer pausieren, dann ja, so könnt ihr auch in Mitteldistanz snipern, allerdings ist es nicht empfohlen zu snipern, also 6-fach Scope ist meiner Meinung nach unnötig. Egal, gehen wir mal weiter und ja, auf Mitteldistanz ist sie perfekt, das ist eine Mitteldistanzwaffe, die macht sehr viel Schaden auf Mitteldistanz. Empfehlenswert ist auch, wie gesagt, einen Kompensator drauf zu machen, damit die Schüsse auch geradeaus fliegen und nicht verstreuen. Unheimlich wichtig. Der Haltegriff ist auch wichtig, also der externe Haltegriff. Und ja, wenn wir schon darüber reden, dann kommen wir auch zu den Munitionsarten bzw. zu den Teilen, die man für die Waffe einbauen kann. So, jetzt kommen wir zu den Teilen, die man für die T5 AMK einbauen kann, und zwar ein paar Optiken. Es gibt einmal den 1x bis 4x oder dann sogar bis 6x Scope plus den Nachtsicht Scope. Nicht empfehlenswert ist der 6-fach Scope, der 4-fach Scope würde noch gehen, ansonsten alles was drüber ist nicht empfehlenswert. Außerdem ist auch nicht empfehlenswert, das Nachtsichtscope drauf zu machen, da es eine Mitteldistanzwaffe ist. Das Problem ist bei Nachtsichtscope, dass bei gewissen Metern nur schwarz sieht. Also kann man auch keine Gegner sehen in dem Fall. Und deshalb ist das Nachtsichtscope auch nicht geeignet. Da steht auch, dass es nur ein X-Nachtsichtscope ist. Und deshalb, ja, nicht empfehlenswert. Aber auf jeden Fall kann man andere 1x-Scopes reinbauen, da man noch alles im Überblick hat. Ein 2x-Scope ist für mich empfohlen. Wie gesagt, ich empfehle es auch an euch weiter. Finde ich am besten eigentlich und müsst ihr halt sehen, wie ihr es findet. Ansonsten ist es halt mein Geschmack und meine Wahl und ich, ja. Dann gehen wir mal weiter zum Lauf. Es gibt natürlich für die AMK den Kompensator, der ist nämlich mega wichtig, weil ohne das
Fiegisches, wie gesagt, nicht gerade. Schalldämpfer ist überhaupt nichts ansehen, da es ein Mitteldistanzwaffe ist und da es einen unnötigen Bullet Drop macht. Also bitte nicht kaufen. Ja, dann kommen wir auch zum nächsten Part. Es gibt natürlich den erweiterten vorderen Haltegriff. Der kostet allerdings 200 Zerz, ist aber verdammt wichtig. Die Dunkellichttaschenlampe ist natürlich nicht empfehlenswert, das könnt ihr auf eine Sekundärwaffe drauf machen, das sinnvoller ist. Und da ihr es auch für alle Einheiten habt und nicht nur für eine Klasse. So, das Laservisier ist Geschmackssache. Ja, dann gehen wir auch weiter zum Munitionsarten. Es gibt nur die Hochgeschwindigkeitsmunition. Die muss man aber natürlich auch einbauen, weil ohne das fliegen halt die Schüsse nicht schneller, so wie der Name es sagt. Ja, dann war es das eigentlich schon dazu und dann kommen wir mal zum Fazit, ob ich diese Waffe empfehlen würde. Fazit, ja, die Waffe ist eigentlich eine richtig starke Mitteldistanzwaffe. Die kostet auch nur 250 Zerz oder 500 Station Cash, aber 500 Station Cash, mal ehrlich, ein bisschen überteuert, deswegen würde ich sie mit Zerz kaufen. Also würde ich euch empfehlen, so. Ja, die kann einiges leisten. Die ist auf Mitteldistanz, wie gesagt, perfekt geeignet. Natürlich ist die Kuga besser. Das ist halt der kleine Bruder von der Kuga. Aber auf jeden Fall, die AMK ist für Anfänger und für Neuankömmlinge gut geeignet, da sie vieles bietet. Und da sie auch eine richtig schnelle Feuerrate hat. Also die ist noch... Die ist nicht, glaube ich, ein Stückchen schneller oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist die ein bisschen besser als die NSFC von der Feuerrate R und vom Damage Range R. Die NSFC ist ein bisschen besser. Okay, egal. Auf jeden Fall, die T5 AMK ist für Mittel, also für die Leute, die für Mittel gerne auf Mitteldistanz kämpfen, gerne schon snipern, ist diese Waffe eigentlich ziemlich gut für die. Kommen auch leichter ins Spiel und ist meinen Augen empfehlenswert. Also jetzt kommen wir auch zum Punkt, an wen würde ich es nicht empfehlen. Ich würde es nicht empfehlen, die noch ein bisschen an den Skill arbeiten, weil die Waffe braucht auch ein bisschen Training, da die Waffe einen großen Fadenkreuz hat, wie bei der Sniper, weil man nicht genau weiß, wo man trifft. Und deswegen ist da Skill angesagt. Und es kann auch mal passieren, dass die Schüsse einen Zentimeter daneben gehen und den Gegner halt nicht trifft. Und deshalb ist es eine Skill-Sache. Aber ansonsten ein dickes Daumen hoch für die Waffe. Und dann sage ich mal von mir aus, ciao, ciao, haut rein und ja, bis zum nächsten Video.